Mein Name ist Maura Abate Eder. Ich bin in Italien geboren, in einer kleinen Ortschaft, so circa 80 Kilometer südlich von Neapel. Mein Vater war Apotheker im Dorf und er wollte natürlich, dass ich Pharmazie studiere. Also hat es jahrelang versucht, schon als ich ganz klein war, haben wir jetzt schon diskutiert. Aber das hat er dann doch nicht geschafft und ich habe dann Architektur in Neapel studiert. Ich habe den Job geliebt, auch jahrelang ausgeübt. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, einfach, es ist nicht so, wie ich geträumt habe. Damals, die Kinder waren klein, aber ich dachte, okay, jetzt will ich ein Haus mit Garten. Und dann haben wir, also zwei Architekten, die ein Haus suchen. War nicht leicht, aber es hat mir gefallen, einfach diese Immobilien anzuschauen. Also das hat mich fasziniert und aber das ist etwas, das ich sicher sehr gut machen könnte. Ende 2007 habe ich angefangen, habe diese Kurse gemacht, die Carré Basic, die finde ich wirklich super. Alles eigentlich, viele Leute kennenlernen, immer neue Leute kennenlernen, diese, jeden Tag passiert was Neues. Ja, absolut, alle, sogar übertroffen worden, weil ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß dabei habe, jahrelang, dass ich so viel Erfolg haben werde, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Kunden so sind, so wirklich begeistert und so toll von mir reden, also erzählen. Und natürlich, dass ich so viel verdiene. Empathie. Natürlich muss man auch kommunikativ sein. Menschen gerne treffen und einfach ja, ein Verkaufstalent sein, das ist eine große Hilfe. Also ich bin eher der Mensch, der sagt Fachkompetenz. Weil es ist einfach, die Kunden wollen, fühlen sie sich sicher, wenn sie merken, der Makler kennt sich aus. Er kennt sich aus, alles, was da notwendig ist. Das glaube ich schon, dass das wichtig ist. Willen, schöne Willen. Nein, im Prinzip mag ich eigentlich, ja, alle Immobilien. Es ist immer so, wenn ich da reingehe, denke ich mir immer, was kann man da noch besser machen? Ja, immer so weitermachen und einfach, wie gesagt, was mir auch natürlich das Geld ist, ist eine Freude. Ja, wenn da ist, so, auch wenn ich weniger verdient hätte, hätte mich nicht gestört. Aber für mich ist wichtig, dass die Kunden einfach diese Rückmeldungen von den Kunden, dass die Kunden mich schätzen, das ist mir extrem wichtig einfach. Vorher wollte ich Privatdetektiv werden. Und meine Geschwister, ich habe drei Geschwister, die haben immer gesagt, das ist ideal für mich. Ich bin so klein, dass wenn ich jemand verfolge, wird mich niemand sehen. Ja, irgendwann habe ich dann doch, mit 10 Jahren glaube ich schon, aber das, na, Architekt ist besser als Privatdetektiv. Haus am Strand, direkt am Strand, dass ich meinen Garten, die Gartentor aufmache und auf den Strand bin. Und Meeressicht, das ist einfach, was ich immer haben wollte. Aber es ist in Österreich schwierig. Wenn ich eine Immobilie, einen Auftrag bekomme und ich gehe Immobilien fotografieren, ich kann nicht mehr aufhören. Ein Buch und Nagellack. Weil ich immer vergesse, meine Nägel zu lackieren. Und dann in der Nacht fällt mir ein und dann stehe ich auf und lackiere ich schnell. Ich bin Italienerin. Pasta. In alle Art und Weise. Also Nudel. Gedanken lesen. Das wäre super. Das wäre auch ein Job. Toll.